Guten Tag, mein Name ist Dirk Drews. Ich bin Vertreter für den Hansa Verlag, für CH Beck, für Wagenbach und einige andere und bin gerade in Konstanz bei der Bücherbörse und habe mit der Buchhandlung Gräuter gesprochen und empfohlen ein Buch, was in diesem Frühjahr bei Wagenbach erscheint, von Juan Marseille, einem spanischen Autor. Dieses Buch heißt Gute Nachrichten auf Papierfliegern. Und es geht darin um eine alleinerziehende Mutter, die einen Sohn hat, der so etwa 15 Jahre alt ist. Und in diesem Mietshaus, in dem sie leben, schickt sie ihn eines Tages in das Obergeschoss, wo eine sehr alte Dame wohnt, die offenbar Hilfe braucht. Der junge Mann geht etwas widerwillig hoch, hilft dieser Frau und stellt fest, dass sie abends immer aus alten Zeitungen Papierflieger baut, die sie dann so in die Weltgeschichte schickt. Und einen dieser Papierflieger hebt er auf und stellt dabei fest, sie nimmt nur die Seiten, auf denen gute Nachrichten stehen. Und das macht sie immer so weiter, bis er eines Tages einen Flieger findet, auf dem steht Dzień dobry, überleben. Und dann erklärt sie ihm, Dzień dobry, das heißt guten Tag auf Polnisch, und überleben, das war unser Motto in Warschau. Dann steigt er so langsam dahinter, welche Vergangenheit diese Frau hat. Ein sehr fesselndes Buch, ein Buch, was einen lange beschäftigt, obwohl es relativ schmal ist. Das Buch hat ein wunderbares Motto, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen sollte, das da nämlich heißt, wir mögen mit der Vergangenheit abgeschlossen haben, die Vergangenheit aber nicht mit uns.